Da wären wir wieder mit Level 10. Ja, ich bin nun im zweistelligen Bereich und ich denke, das dürfte für diesen Endgegner ausreichen. Ja, 91 KP, Stärke ist irgendwie um 4 oder 5 aufgestiegen. Tja, dann machen wir ihn jetzt mal platt. Ich bin geschützt. Tautropfen vertreibt giftiges Gas. Und da ist er nun, dieses widerliche Geschwür hier im Baum. Ja, das ist der Höllenmoloch, wie man schon gehört hat. Das ist er nicht. Das ist einfach nur so ein blöder Tausendfüßler. Und die erste Phase ist einfach hier diese Dorngeschwülste an der Seite anzugreifen. Damit dieser blöde Tausendfüßler den Weg da frei macht. Ah, fuck. Halt, geh weg. Ja, ja. Nein! Hör auf mich zu beißen! Ah. Denk nicht, dass du so einfach gewinnen kannst! Ja, da kommt dann nämlich hier dieses komische Dornauge. Das ist der richtige Moloch. Man kann auch hier leveln, diese kleinen Geschwülze, die er eben rausgeworfen hat. Die geben nämlich recht viel Erfahrungspunkte. Kann man machen. Uah. Aber das macht ein Auge auf. So. Toll. Schön ins Auge. Komm, ey. So, ja, doch noch getroffen. Geht doch. Nein. Ups. Ah. Und da kommen sie wieder. Ach. Höchste Zeit, mal was einzunehmen. Dieser 100-Füßler, 1000-Füßler, der fickt einen ganz schön. Heilknolle halt 70. Ja, ich komme auf die. Auf die 10 kann man verzichten. So. Jawohl, da bin ich wieder frisch und munter. Mach dein Auge auf. Jawohl. Zwei Treffer, so soll's sein. Ah, du Schwein. Oh, hier, der meint's aber gut mit mir. So, mach auf. Ah, verdammt, ey. Was ist denn hier los? Oh, das war knapp. Was? Oh, nein! Nein! Oh, Mann. Das ist echt scheiße hier. So. Kommt der da wieder rausgeflogen? Kann doch nicht wahr sein. Los! Du Arsch! Du blödes Scheißding! Solche Probleme hatte ich noch nie mit dem. Was ist das denn hier? Der will unbedingt, dass ich Level aufsteige, wa? Na gut, das kann er haben. Dann ist aber richtig gefickt. Ja, ja, ja. War ja klar. Mehr Geschwüre, mehr Geschwüre. Wir brauchen viel mehr Geschwüre. Jawohl, das war's schon. Und ein Level noch aufgestiegen. Ja, das ist doch ein schöner Showdown gewesen. Stärke um 2 nochmal. Ja, spätestens jetzt wäre er dann hingewesen. Ja, sehr schön. Der Baum ist befreit. Moloch besiegt. Sehr schön. Ah, lange wartete ich auf diesen Moment. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Bald wird die Erde wieder erblühen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Okay, mach ich. Baum, baum, ba baum, baum, ba da ba daum, baum, da daum, baum, 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 da daum, baum, ba da da daum, baum, ba daum, baum. Löwenzahn. Na? Ist es sogar Löwenzahn? Löwenzahn! Es ist tatsächlich Löwenzahn. Sehr schön.
Er wird sich Herr Lustig ja freuen. Wo Löwenzahn noch reines Unkraut eigentlich ist. Na. Ja. Tja. Und du? Pusteblume. Ja, die guten Pustenblumen. Ja, verteile die Samen in die Welt hinaus. Befruchte die Erde. Wow, die Welt sieht echt nicht so gut aus. Blutrot. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, saftiges Grün und der Himmel ist auch dadurch blau geworden. Schön. Die Ozonschicht ist nicht mehr so gefickt. Wunderschön. Und das alles nur durch dieses eine Samenkorn. Ja. Na? Oh Gott, da fallen die Blätter. Und ja, Lumina ist wieder. Ja, das ist Amazonas würdig, würde ich sagen. Ja. So sieht das nämlich jetzt hier aus. Ach, schön. Nett, dass du vorbeikommst. Ja, eine Halbknolle oder? Ja, die habe ich verbraucht. Ja, nehme ich mal eine. Was soll's. Und was gibt's noch? Was habe ich alles? Was ist das? Lässt kein Gift durchdringen. Okay. Ja, nee, brauche ich nicht. So. Jawohl. Das ist mein Schritt von 6 auf 11. Ja, dann erkunden wir doch hier mal den schönen Amazonas. Oh. Oh, Blumen und fleischfressende Pflanzen. Ark, vielen Dank. Du hast die schönen Blumen wieder zu blühen gebracht. Schnapp. Ja, sehr schön. Ja, das stimmt. Das habe ich. Oh, hallo. Wir können nicht weg von hier, aber unsere Kinder werden mit Hilfe des Windes und der Tiere reisen. Ja, das stimmt. Der große Baum im Norden ist der Sonnenbaum. Er ist die weiseste Pflanze. Er sah die Entwicklung des Lebens, bevor die Menschen kamen. Der Sonnenbaum möchte dich sprechen. Geh zu ihm. Okay. Hallo, Sonnenbaum. Endlich kommst du, Ark. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen des Sonnenlands. Tief im Inneren der Erde wartete ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Ark, du musst diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Er wird dir Heilung bringen. Ark erhält den Flora-Zauber. Ja, was ist das für ein Ding? Wenn man den anwählt, ja, ist man komplett geheilt. Also alle KP wieder voll. Nur im Ernstfall einsetzen. Du musst die Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Ja, mach ich. So, was ist das für ein Ding? Was? Ach, wie niedlich. Oh, wie niedlich. Das fresse ich. Vollkommen sinnlos. Oh, hallo. Auf dem nördlichen Kontinent gab es einst ein Paradies der Vögel. Früher spielten hier oft die Vögel. Ja, früher. Was ist mit dir los? Hallo? Die ist geplatzt. Sie hat sich selbst zerstört, weil sie Angst vor mir hatte. Mann, bist du blöd. Gut. Oh, noch eine. Hallo. Ich bin der Dunkelheit entkommen. Vielen Dank, Ark. Aber ohne andere Lebewesen bleibt diese Welt einsam und leer. Ja, stimmt. Aber sieht doch schon besser aus als vorher. So. Oh, hier. Riesige Rafflesieblüten. Die haben auch was Tolles an sich. Aua. Sehr schön. Ich mag solche Details. So. Was haben wir hier noch? Das Böse überfiel diese Welt. Land und Leute verschwanden. Also, das Böse. Immer dieses Böse. So. Oh, dich habe ich übersehen. Ark, vielen Dank, du hast die schönen Blüte. Ja, ja, den Text kennen wir schon. Ich suche eigentlich... Ja, dich suche ich. Hallo. Hallo, Süßer. Bist du nicht unser Retter? Oh, oh, Pflanzensex. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dir ein Lied singen. Okay. Da singt sie. Ah. Die Schönheit dort heißt Amaryllis.
Sie ist eine tolle Sängerin. Ja, eine Amaryllis, ich verstehe. Na gut, so viel zu Lumina. Der Amazonas ist jetzt wieder... Oh, habt ihr noch was zu sagen? Nein. Der Amazonas ist jetzt wieder schön saftig grün. Man siehe, wie schön das jetzt hier auf einmal aussieht. Jawohl, das sieht doch wirklich nach Südamerika aus. So, was ist hier passiert? Oh Gott, hier ist es immer noch grausig. Naja. Gut. Gut, 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 gut. Dann, wir haben es schon gehört, weiter nach Norden ins Vogelparadies. Ja, dann nix wie hin. Guyana, ja. Ja, ja, Guyana. So. Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn du weiteres... Was? Wenn du weitere Lebewesen auf... Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zu Hilfe eilen. Vor dir liegt das einstige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Das ist schön. Dann werden wir jetzt mal wieder die People befreien. So. Ja. Dank der Pflanzen wächst da jetzt nun auch diese Ranke. Vorher wäre da natürlich keine gewesen. Hier ist noch ein Kaktus. Hallo Kaktus. Zieh gen Norden, dort wird deine Hilfe gebraucht. Jo, mach ich Kaktus. Bin schon dabei. So, wir durchwandern Lateinamerika, Guatemala und der ganze Kram. Panama, Mexiko und USA. USA. Ja, hier sind wir nun. Colorado, jawohl. Sanktum. Ah ja. Welch eine Tragik, Ark. Einst war dieses Land ein Vogelparadies. Hörst du sie? Die Schreie der Vögel vom Trauerfelsen im Norden des Landes. Oh, okay. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf ihre Rückkehr. Na gut. Nett, dass du vorbeikommst. Und was hast du tolles im Angebot? Nur Schwachsinn. Sehr schön. Und du? Willkommen bei Magier. Oh. Beschwört ein Flammenmeer. Ja, das ist ein Flammenring oder Sturmring. Ein Feuersturmring. Eigentlich mein Lieblingsring, weil der die coolste Animation hat. Da kaufe ich mal einen von. Und gönnt sich ja sonst nichts. So. Ja, speichern, warum nicht? Immer druff. Ja, also hier war das Vogelparadies. Gut. Gut zu wissen. Und der Felsen im Norden, da sind sie gefangen. Das muss wohl dieses lustige Ding sein. Jawohl. Great Cliff. Die Great Cliff. Der Grand Canyon quasi. Ja, wir sind jetzt hier im Grand Canyon und versuchen, die Vögel wieder auferstehen zu lassen. Na gut, so sei es. Was haben wir hier? Oh, ein Golem. Na hallo. Oh Gott, oh Gott. Oh. Okay, dafür halten sie nicht viel aus. Na gut, ich bin auch gut gelevelt. Eigentlich halten diese Golems richtig viel aus. Ah, böser Vogel, böser Vogel. Wieso existieren noch Vögel? Ist doch alles gut. Da gehe ich wieder. So. Nein, diese Golems sind eigentlich nicht nett. Die halten eigentlich weit mehr aus. Also Level 11 lohnt sich schon zu haben. So, wo sind wir denn hier? Okay, da kann ich nicht hoch. Felsen, okay. Die kann man verschieben. Ja, die kann man verschieben. Kleinere davor, wegschmeißen und... Oh, oh, oh Gott, das war eine Falle. It's a trap. Oh nein, oh, voll in die Fresse. Oh, du Schwein. Du Steinschwein. So. Ah, Schlammmonster. Ja, die sind scheiße. Die kann man, glaube ich, nur mit einer Wirbelattacke angreifen, was recht umständlich ist. Deswegen einfach mal ignorieren. So, was haben wir hier? Noch mehr Golem-Spaß. Ah. Jawoll. Das Geld. Ja, ja, gib das Geld. Golems werden ja auch von Juden gebaut. So. So, diese komischen Viecher hier platt machen. Böse Adler mit Hirschgeweih. Warum nicht? Kann man machen. So. Ah. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Noch mehr Vogelspaß. Weiß ich was? Nein. Gut. Oh Mann, spring nicht immer ins Wasser. Da geht's hoch. Da will ich aber gar nicht hin, weil ich erstmal nach unten will, glaube ich. Obwohl, nein, man kann nur nach oben. Gut, das war sinnlos. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Golem.
Oh Gott, oh nein, Geoblaster löst mein Leben aus, ja. Oh Gott, ja, die sind echt nervig, die Scheißteile. Sofort entfernen. Ein Steinbeißer-Verschnitt. Das sind doch starke Hände, oder? Ja, Steinbeißer sind sie. Ah, jetzt wäre ich hier aber vom Stein gesteinigt. Viele Wege führen nach Rom. Hier geht's auch lang. Ach, wo will ich denn als erstes hin? Ach, das Problem an Grey Cliff ist viele, viele Wege. Hier sind auch viele Kristalle versteckt. Ich werde wahrscheinlich nicht alle finden, weil es hier einfach zu viele Wege dafür gibt. Ja, wie gesagt, zu viele Wege. Komm her, du Ding. Nein! Alter, kann ja nicht wahr sein. Komm hier runter. Pfui, böser Vogel. Böser Vogel. Ah, ah. Na, geht doch. Wie könnte ich hier eigentlich rüberspringen? Ja. Oh, nein, schon wieder so ein blödes Ding. Geoblaster, ey. Also, das ist kein Ghetto-Blaster. Ist so. Oh, nein. Und alle hier, hoppa. Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Wäre noch eine Truhe gewesen. Ah, ich will nicht wissen, wie viele wichtige Sachen ich jetzt außen vor gelassen habe. So, hier sind viele Ranken. Okay. Und ein weiterer Höhlendurchgang. Und ein Kristall. Ach, warum nicht? Wenigstens einer. Und schon verkackt, ja. An den komme ich nicht vorbei. Weil wir dafür eine spezielle Waffe brauchen, die ich leider vergessen habe. Also lustiges Backtracking, warum nicht? So. Wieder hoch. Ja, und wieder runter. So. Gut, dann wollen wir mal sehen, was ich hier verbockt habe. Oh nein! Ja. Gut, das war der reguläre Weg nach draußen. Ich hätte bestimmt erstmal doch hier lang gemusst. Dafür war der Weg zu offensichtlich wohl. So. Ah ja, dann gehe ich erstmal nach links, würde ich sagen. Okay, kann ich auch noch nicht weiter. Später. Kann ich auch noch nicht hoch. Ah, scheiße. Golgothana. So. Boah, das war knapp. Ja, sobald die aufkommen, hochspringen, damit sie eigentlich leben. Boah, du scheiß Golemschwein. Lebensenergie sieht auch nicht so gut aus. Wunderknolle nehme ich. Ja, möchte ich haben. Jetzt sofort. 70 halten die, ja. Gut, hätte ich ja noch ein bisschen. Ach, egal. Voll ist voll. War ja klar. Oh, oh Gott. Genau, und da ist das, was wir brauchen. Der Granitspeer. Hat die Eigenschaft, Granit zu zerstören. Wer hätte das gedacht? Und natürlich ist es auch, ja gut. Beispiel am Exempel. Und natürlich ist es auch einfach eine stärkere Waffe. Zwei nach oben. Und, jawohl. Den hätten wir vorhin gut gebrauchen können, aber egal. Rennen wir halt wieder zurück. Und jetzt dürften die Golems überhaupt kein Problem mehr sein. Ja. Ein Treffer, das war's. Und du bist ja auch aus Stein, du Schwein. So. Sehr schön. Ihr seid immer noch ein Problem, leider. Ah, ja, die... Oh, fuck. Ja, wie gesagt, diese Schlammidioten nicht bekämpfen. So. Zurück, zurück. Jetzt kommen hier diese blöden Vögel. Oh, nein. Echt eine fiese Stelle hier.
Komm du auch noch. Jawohl. Nein, nein, nicht mit Federn schießen. Böser Vogel, böser Vogel. So. Hangel, Hangel, Hangel an der Ranke. So. Wo geht's eigentlich anders? Da geht's gar nicht weiter. Gut. Und auch eine Ranke, weil es so schön war. Meine Güte, geht's hier nach oben. So. Und jetzt passiert es. Ja! Jawohl, das war mal ein Auftritt. Ich mach mal hier Schluss für heute. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Greycliff und die Wiederauferstehung der Vögel. Bis denn.